Fläche wie man. Ach so. Also ich würde sagen, Ada. Oder willst du was anderes machen zuerst? Mir ist es egal, was soll ich machen. Stell mal das Mikro wieder ein bisschen lauter, Basti. Wow, du bist jetzt lauter. Ha? Okay, dann mache ich jetzt. Nee. Was? Das Mikro näher an den Mund. Okay. Warte mal noch ein paar Minuten, weil ich weiß nicht, ob sich mein Internet schon resettet hat. Du warst gerade offline. War ich gerade? Ja. Ja, weil ich offline war. Ich war Also offline, du. weil ich offline war. Du hast dann direkt die Sonne 2 gestartet? Ich hatte nur Ruhemodus. Ich wollte PS4 nie Okay. ausschalten. Übrigens, die SNES ist jetzt gekommen. Schön für dich, ist da was jetzt froh. Ja. Oh, Glückwunsch. Da ist sogar Secret of Mana drin. Ich weiß. Da sind sehr viele geile Games dabei. Beim Secret of Mana kann man da auch schon zu zweit spielen. Okay, das wusste ich nicht. Da sind ja sogar zwei Controller dabei, oder? Ja. Cool. Also was war alles dabei? Secret of Mana, Super Metroid, Star Fox war dabei, oder? Dann noch ein Street Fighter Teil war auch dabei, oder? Ja. Warte kurz. Mega Man war gleich dabei, oder? Ja, Mega Man X. Ja. X. Ach Gott, den Rest weiß ich gar nicht mehr. Natürlich Super Mario. War das Super Mario Kart dabei? Mario Kart war dabei, ja. Ja, okay. Also eine Sache ist noch dabei. Double Dragon ist auch dabei, oder? Was? Double Dragon. Double Dragon? Okay, schauen wir nicht. Das ist Double. Ach Gott, Also wie kann ich man das vergleichen? bin, dass du das noch nicht gesagt hast und das noch nicht mal als erstes. Ja. A Link to the Past. Beides klar, was ist Zelda? Entschuldige, Zelda und Mario müssen dabei sein. Deswegen habe ich es ja nicht genannt, weil es einfach so irgendwie so ein bisschen Pflicht ist. Was? Zelda und Mario sind eigentlich Pflicht. Konnte man nicht irgendwie die Kostüme ändern bei Resi 6? Stimmt, können wir ja. Aber wie? Oder gibt's überhaupt Kostüme? Das schaue ich jetzt nach. Da. Ich habe da letztens nichts gefunden. Freigeschalten? Überhaupt? Bin leider drin. Resident Evil.
Du brauchst in dem Modus die Söldner einen A-Rang, um Kostüme freizuschalten. Dann Resident Evil Net-Account erstellen, 6000 Punkte spielen für alternative Farben. Und ja. Aber man kann die nicht für die Story verwenden. Also nur für Söldner-Modus. Okay. Also uninteressant. Aida. Also, ich hab erstellt eine Sitzung. Schon eine erstellt oder bist du Ist gerade dabei? dabei. Jetzt ist Mach aber erstellt. nicht auf privat, weil ich sonst Habe wieder ich nicht, ich so habe reinschaue. zulassen. Und das war knapp, weil ich habe aus Versehen beinahe unbegrenzt Munition aktiv gehabt. Das war nicht automatisch Was? Hast du aktiviert. wenigstens Friendly Fire aus? Nö. Weißt, in keinem Spiel ist es mir so wichtig, kein Friendly Fire zu haben. Also ich liebe Friendly Fire. Ja. Aber nicht. Nichts hier? Okay. Jetzt gibt's euch erstmal nackte Haut. Und willkommen zu Resident Evil 6 übrigens. Mit der Ada Story diesmal. Mein Gott, Snake wird angerufen. Simmons? Ada Wong. Es ist lange her. Nicht lang genug. Wie ich sehe, spielen Sie immer noch gern Spielchen. Eine alte Angewohnheit. Und ein Anruf kann so unpersönlich sein. Was wollen Sie? Ich habe interessante Dinge über Sie erfahren, Miss Wong. Dinge, die Ihre Zukunft betreffen. Neugierig. Nicht im geringsten. Ich wusste, dass Sie nicht widerstehen können. Ich will nur herausfinden, was Sie vorhaben. Oh, nur zu. Ach ja, für Ebene 4 ist ein Handabdruck erforderlich. Ich habe Ihren freischalten lassen. Sie haben meine Abdrücke. Sie meinen es ernst, was? Oh, ich habe noch viel mehr als Ihre Abdrücke, Miss Wong. Sie werden sehen. Viel Glück. Also gut, Simmons. Was haben Sie zu verbergen? Jupp. Also ich bin Ada und Basti ist ein einfacher Agent. Hi. Wie komme ich hierher? Au! Basti, wir müssen jetzt den ersten Oh Gott, wir haben einen Abschnitt. Kubus! Ja. Was für Waffen Ich hast habe du? die Band gemacht. Pistole und ein Messer. Ich habe wenigstens noch eine Armbrust. Den ersten Abschnitt müssten wir bevorzugt durchschleichen. Weil die Gegner hier sind Durchschleichen? recht. Ja, weil die Gegner hier sind teilweise eher lästig. Und ich habe 5 Heilungen.
Und ich weiß gar nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad das hier ist. War zu kurz. Gab es überhaupt einen Schleich? Nein, es gab keinen Schleich, Nein, ne? aber wir müssen halt aufpassen, nicht gesehen zu werden. Gut, ich weiß gerade nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad das hier ist. Der schwerste vom Schweren. Das traust mir jetzt nicht ernsthaft zu, oder? Ich sollte mich wohl vorstellen. Wenn du durch Laser gehst, die machen dir keinen Schaden, die tun Alarm auslösen. Wieso hast du meinen Bruder umgebracht? Es ist ein Virus. Das war ein Zombie. Und ich glaube, ich wurde gesehen. Ja, wurde schon. Wo kommen die her? Aber. Ich weiß es nicht, nur sind die Gegner hier sehr lästig. Und ich habe auch vielleicht gestellt, scheinbar, aus Versehen. Weil ich bekomme kaum Schaden. Was ist das für Dinge? Du hast von einem den Kopf kaputt gemacht. Du Idiot! Okay, es ist nicht auf leicht, ich bekomme gerade so viel Schaden. Au! Holy fuck, du bist fast tot. Ich weiß. Tot. Danke, dass du angemerkt hast, dass ich fast tot bin. Was bist du durch? Lass mich Arzt, ich bin durch. Toller Arzt. Tick-Tack-Arzt. Danke. Jetzt bist du der wo weiß, wie es hier abläuft. Nur den ersten Abschnitt. Weil den habe ich mal versucht, wo Fabi da war. Aber das. Ah, auf den hinten schießt er auch noch. Ja, ach, scheiße. Ich habe eine. Können wir uns bitte irgendwo verstecken? Nein, die verfolgen uns jetzt. Wir können aber durchrennen, wenn du willst. Ja, gerne. Oh, shit, 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 Munition. Wo rennst du hin? Wieso rennst du zurück? Oh, keine Ahnung. Kennst du auch langsam von mir. Au! Warte, da war was, da war was. Eine Lücke zu verstecken. Au! Au, Tick. Hier, ich hab fast keine Tic-Tacs mehr übrigens. Ja, danke. Also wie gesagt, hier sollte man bevorzugt durchschleichen. Ich glaube, du merkst warum. Hier ist eine Lücke, da können wir uns verstecken. Da fängt, die können aber kriechen, Basti. Die Lücke ist da, damit du ungesehen durchkommst. Weil die können kriechen. Hä? Wieso werde ich hinterher teleportiert? Das muss der neue Typus sein, von dem ich gehört habe. Oh, hoppsala. Ja, ich hab eine Armbrust. Das sah gerade so aus, du hast gerade gezielt und der ist weggeflogen. Ja, es sah bei mir auch so aus. Das keine Armbrust ist, ich habe dafür auch Explosivbolzen. Au. Okay, wir haben uns gesehen. Ich weiß. Oh, au! Sorry. War doch irgendwo noch was kann. Ja. Ich weiß auch nicht, wo hier Dings sind. Falls hier auch welche gibt, Schlangenmarken. Du lebst doch. Das war ich. Au! Das auch. Du willst es wissen, oder? Ich habe ihm das Genick gebrochen. Ich wüsste echt gern, was das hier Zombies sind, weil die sind abartig.
Das ist der neue Typus, wie Ada gesagt hat. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass du meine ganzen Freunde umbringst. Den habe ich gerade noch erwischt. Oder auch nicht, der lebt noch. Nicht mehr. Nee. Nee, du bist ja ein Agent. Ich glaube nicht, dass du einer von denen wirst. Okay, cool. Genau der. Aber nee, es ist noch nicht mal ein Alarm. Hey, Fähigkeitspunkte. Ich erinnere mich dann daran, dass ich nach dem Kapitel Armbrust-Upgrade kaufe. Okay, okay, es gibt Schlangen-Amulette. Hab eins. Okay. unbedingt Munition. Ja, ich auch. Die Munition hier ist sehr knapp begrenzt. Alter, Ada hat nämlich kaum Munition. Sie hat 20 Schüsse und jeweils 5 Volts am Anfang des Kapitels. Hör ich gerade Ratten? Ah. Oh. Du warst gerade recht laut. Okay. Ich dachte, du hast wegen den Ratten gemacht. Nein, wegen dir. Cool. Oh. Im hübschen hinten. Hinter. Danke. Also ich meinte mich, nicht dich. Also ab dem Raum hier kann ich mich nicht mehr aus. Weil hier bin ich nicht eingepennt. Du bist ich weiß noch, dass wir jetzt warten müssen, bis Ada fertig gelabert hat. Und ja, das war nämlich nachdem wir mit Leon beendet haben. Ich muss hier aktivier mal neben der Tür hier das. Nee. Also ich. Ach so, jetzt weiß ich's wieder. Ich kann hier gar nichts aktivieren. Nee, nee. So, wir machen nämlich das hier. Die Tür. Da werde ich mir wohl etwas mehr Mühe geben müssen. Dann müssen wir das hier aktivieren. Nee, ich kann gar nichts aktivieren, du musst also. Damit Ada das hier bekommt. Du kannst du das hier machen? Da durchschauen? Nein? Oh, toll. Siehst du wenigstens dann, was ich sehe? Ich sehe nichts. Nein? Genau das sehe ich. Ich sehe nichts. So, mal kurz. Was war das? Ach ja, schon, ich musste. Den Knopf hier drücken? Ja. Weil komischerweise die Ohren frei sein müssen. Wie scheint. Du siehst das Porträt nicht? Nein. Ich sehe überhaupt nichts. Ich kann da vor dir Lauf rumrennen. Nicht durch! Mehr nicht? Warte mal kurz. Das ist jetzt blöd. Dann check ich da mal kurz ein Foto. Aber du siehst die in dem Raum hier die 4 Drehkurbeln, oder? Die 4 Schaltern, ja. Genau. Ich schicke jetzt ein Foto und wir müssen das Symbol mit dem Schalter dann bekommen. Oh Gott, wo ist denn mein Handy? Schau du mal hier rauf und sag mir, wenn's. Was die? Jetzt lass mich doch erstmal das Bild angucken. Ja, 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 ist gut. Und was sehe ich da jetzt bitte? Ich sehe eine Schlange in der Mitte. Schau mal bitte auf den Schalter hier und sag mir, wenn es das richtige Symbol ist. Was muss es denn für ein Symbol sein? Ich vermute mal die Schlange. Nur eine Schlange. Ja, ich vermute mal die Schlange. Weil ich sehe nicht, was sich bei dir bewegt. Oh Gottes Willen. Das ist ätzend, oder? Da muss ich mal mit der Handfeuerwaffe drauf zielen. Nein. Ja. Das war's richtig, ja? Ja, ich kann nicht zurück, ich muss weiter. Ja.
Das letzte musst du drehen. Nein, das war das falsche. Okay. Das Problem ist nämlich, ich sehe nicht, jetzt was. Ist wieder. Ich sehe nämlich erst bei dem hier, was ich drehe. Genau. Jetzt passt. Gut. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich musste mich an die Wand stellen, damit ich es gescheit sehe. So, ab jetzt ist sie mich auch blind. Was denn, hat er mich geschossen? Teamwork wird hier wohl nicht sehr groß geschrieben. Warum greifen die die an? Und nicht mich? Keine Ahnung. Wieso werde ich eigentlich immer teleportiert? Ich weiß es nicht. Könnte der Moral schaden. Das war hart. Das Scheiß. Keine das Ahnung. Das Überwachungssystem. Das frage ich mich auch gerade. Ich meine, das System hilft mir ja. Ich kann nicht mal Türen aufmachen. Geil. Ach so, ja gut, dafür hast du euch einen Handcode gebraucht. Rotes Kraut. Kannst du wenigstens das aufsammeln? Was? Doch, du willst das Kraut aufsammeln? Ja. Wow. Du bist auch nicht ganz nutzlos. Ja, ich hab dich bis jetzt 4-mal vom Tod gerettet. 3-mal. Das ist Resident Evil. Nee. Doch, hier. Nein. Edonia aufgespürt. Das ist wahrscheinlich die Story von ihm. Finden Sie heraus, ob sein Immunsystem Antikörper gegen den C-Virus bilden kann. C-Virus? Auf keinen Fall darf ein Impfstoff produziert werden. Ja, okay. Schön und gut. Entsendet, um die Zielperson aufzusammeln. Sorgen Sie dafür, dass Sie das Land sicher verlassen können. Viel Glück. Ah, jetzt wissen wir ja, warum Sherry Jake mit sich rumschleppt. Dachte ich mir schon. Was machst du da? Jetzt ist halt die Frage, müssen wir durch die Tür hier durch oder was müssen wir? Ich glaube, sonst geht's ja nicht nee, weiter. Nee, ich kann die Tür nicht öffnen. Jetzt hat sich das Ding gerade abgeschaltet. Der anderen Ada vielleicht. Na gut, dass wir das im Ladenlager angeschaltet haben, ne? Hoppsala! Danke, Katzen. Ich hab den Chatpack kaputt gemacht. Ich hab's gesehen. Gut gemacht. Oh, hi. Problem ist, ich brauche mal Pistolenmunition. Oh, ich habe sonst 33. Ich habe noch ein halbes Magazin. Weil ich habe sonst nämlich nur 19 Armbrüste. Und die sind langsam. Ah, Hilfe. Hier war auf jeden Fall Munition bei mir. Bei mir nicht. Dort ist nichts. Die Arme! Ach, hast du. Einfach kaputt machen, was die. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das Lager. Ah! Igitt, Igitt, Igitt! Das ist ein Spinne! Au! Das war ich! Du warst im Weg! Ah, bist du in der Munition? Das war recht gerade recht witzig. Hä?
Ich habe ihn den Kopf abgeschossen und der hat währenddessen wenigstens noch seine Waffe nachladen können. Okay. Sag mal. Ich glaube, die kommen unendlich. Au. War ich? Hat dich erwischt? Ja. Oh, tut mir nicht leid. Alter, der tut durch. Au, au, ich habe keine Ausdauer mehr. Puh. Ja gut, laut Miss Fortune LP ist das Ada-Kapitel in Resident Evil 4 ebenfalls sauschwer. Also Ada scheint es generell schwerer zu haben. Ich habe leider keine Zeit für euch. Wieso bist du noch gebückt? Weil ich in der Deckung bin. Kann ich hier nicht. Ich hier zufälligerweise gerade schießen. Ja, du musst zielen und dann X'en. Ah, okay. Dann gehst du in Deckung. Okay. Ah, Hilfe. Ah, du hast ihn. Ich hab das Sicherungssystem mal aktiviert. Okay. Also meinst du, es gibt mehrere noch? Ja. Vielleicht ist es auch aktiviert. Achso, man kann immer nur eins aktivieren. Okay. Hey, du kannst dich rollen, du Arschloch. Keine Ausdauer mehr. Ah, ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Spinnenkopf. Au. Ja, perfekt. Oh, also, Gegenangriff. Wir mussten alle drei aktivieren, glaube ich. Ich habe einen Gegenangriff gestartet, cool. Okay. Bin unterwegs. Au, oh, ich wurde gemessert. Oh, shit. Aua. Kann ich jetzt mal nicht umkippen? Da hinten ist ein grünes Kraut. Dann hol's dir. Habe ich schon, ich messe den Schiffen dort. Okay. Aber irgendwie. Ah, hier ist es sofort. Ja, die halten hier eine ganze Menge aus. So, ist hier noch irgendwas zum Sammeln? Ja. Yep. Und knapp. Hier sind noch ein paar Kisten, Basti. Basti? Hi. Kommst du? Ich übernehme. Roger. Gut gemacht. Auf keinen Fall. Hey, ich hab hier nicht so eine Stimme. War denn nichts bei dir oder was? Doch. Hast du auch schon gesammelt? So, Munition und zwei Fähigkeitspunkte. Nein! Deine Hand wird benötigt. Ja, ich weiß. Meine sexy Hand. Ich will auch Türen öffnen. Du darfst nix. Du bist einfach nur ein einfacher Soldat. Befehle, die ein halbes Jahr alt sind. Vielleicht will er mich manipulieren. Och, ich hasse diese verdammten Spielchen.
Du hast den Telefonwürfel. Ja, da bin ich gerade irgendwie irritiert, weil auf einmal das Ding ausgepackt wurde. Lass mal die Tür öffnen. Ich bin in dir. Irgendwas. Nope. Hey, Munition. Hey, Fähigkeitspunkte. Hey, Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte.